Eben der Giger Fritz. Ich komme von Schwarzeneck und arbeite in der Abteilung Natur gefahren. Seit 37 Jahren. Unser Gebiet ist ein bisschen das ganze Oberland. Wir kommen dann dort und arbeiten dort mit Leuten. Und dann ist man mal in einer anderen Region mit anderen Leuten zusammen. Das ist schön. Hier hat man angefangen, im Männlichen, in der Schnürlaue, im 89. Und da war man dran, nicht jedes Jahr, aber so fast jedes zweite Jahr, bis in 2007. Ja, jetzt tue ich mit, sollte er fast gehen. Jetzt sind wir fast 2 Meter, so viel ist er nicht. Nein, das ist er nicht. Also wir müssen etwas Material haben, Kompressor austauschen. Und dann hauptsächlich sind wir Beton geflogen heute, um die Betonfundamente zu machen. Du noch ein bisschen vor, Athlet, dass man sieht, dass es rauskommt. Das ist gut. Muss noch ein bisschen geben hier, he? Du schau, der Schaufel der 2 durch. Das ist gar nicht schlecht, hä? Oh, jetzt ist gut. Ja, es ist doch nicht so schön. Wir sind ja hier manchmal, wenn es ein kreisdicker Nebel hat oder eben regnet zum Teil. Ja. Wenn ich eine Inspektion mache, eine grosse Kontrolle, dann laufe ich eigentlich hier drüber, schaue hier. Dann laufe ich oben durch und dann laufe ich noch unter der Reihe durch. Dann laufst du also über jede Werkreihe 3 Mal. Der Boden, da haben wir ziemlich viel Humus und das hat man vorher nicht gewusst. Das ist ein Ding, ein Phänomen, das man nicht gewusst hat. Dass das Terrain so unter dem Werk durchdrückt, dass die Anker frei sind. Darum tut man dann so das Fundament drum betonieren, dass wir einen Schutz haben, der es eben nicht mehr biegen kann. Ja, dann, als ich aus der Schule kam, wollte ich Forstwart lernen. Das war wirklich auch mein Traumberuf. Ja, es ist noch heute schön. Hart, aber ist schön. Hier im Schnürlaue habe ich bei der obersten Reihe angefangen. Ja. Das ist eine riesige Verbauung. Oder? Ja, man war von oberst bis zum untersten an allen Orten dabei. Und, speziell, ja, das habe ich eigentlich in keiner Verbauung. Ich war auch in anderen Verbauungen viel, aber so wie hier nicht.